willkommen zum ersten BVMW Online-Pitch im neuen Jahr und auch zum ersten BVMW Online-Pitch in diesem Format. Wir haben zum ersten Mal drei Wirtschaftsregionen versammelt, nämlich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mein Name ist Konrad Sell und ich habe die wunderbare, dankbare Aufgabe, diesen Pitch heute zu moderieren. Es sind aber nicht nur zum ersten Mal alle drei Wirtschaftsregionen vertreten, sondern wir machen zum ersten Mal auch neues Format, habe ich gesagt, ein bisschen was anderes. Was heißt ein bisschen was anderes? Wir haben den Pitch drastisch verkürzt. Warum? Naja, wenn es ein bisschen kürzer ist, ist es ein bisschen spannender. Es sind nämlich nur noch 90 Sekunden. Letztes Jahr hatten wir 3 Minuten. Und es gibt die Möglichkeit, im Nachgang an alle Pitches zusammen nochmal in Breakout-Rooms zu kommen, zu zweit, um den Netzwerkcharakter eben auch über diese drei Wirtschaftsregionen ein bisschen zu verstärken. Und außerdem gibt es dafür gibt es 5 Räume und außerdem gibt es einen 6. Raum für Fragen zu euren Pitches, zu ihren einzelnen Themen in den Pitches. Und in diesem 6. Raum werde ich sein. Das heißt, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Wir sind 9 Leute, die pitchen und wir machen immer einfach 3 kleine Gruppen, 3 Leute, zu denen ich dann jeweils im Nachhinein was sage. Dann bereitet sich die nächste Dreiergruppe vor und zum Schluss die 3. Dreiergruppe und im Anschluss, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit zum Netzwerken. Wenn Sie etwas zeigen wollen im Hintergrund, dann tun Sie das. Ja? Ich bin sehr gespannt. Bei 90 Sekunden ist es verdammt wenig Zeit, um was zu zeigen. Ja, aber wenn Sie jetzt Folien haben, dann zeigen Sie die natürlich auf jeden Fall. Ich sage schon mal jetzt als kleine Größenordnung vorab, wenn Sie mehr als 3 oder 4 Folien haben, dann ist es wahrscheinlich ganz schön viel. Aber überraschen Sie mich, also wenn Sie 10 Folien in der Zeit durchkriegen und es bleibt spannend, dann bin ich sehr gespannt. Ein paar Eckdaten. Das Ganze wird natürlich aufgezeichnet. Das machen wir immer so. Sie können auch einfach im Nachhinein dann natürlich nochmal sich die Leute angucken, die gepitcht haben. Sie können sich nochmal ein bisschen Feedback wiederholen. Und das Ganze wird auch, wenn ich das richtig verstehe, dann hochgeladen. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Ansonsten gibt es nach jedem Pitch auch zum ersten Mal so eine Abstimmung. Diese Abstimmung ist dafür da, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Ja? Es gibt also eine Flasche, ein gutes Getränk, ja, für den ersten und ein auch immer noch ganz gutes Getränk für den zweiten und dann auch für den 3. Platz. Und nach jedem Pitch wird deswegen eingeblendet eine Wertungsskala von 1 bis 10, wobei das alles ein bisschen, ne, Pi mal Daumen ist. Ich würde Sie bitten, einfach darauf zu achten, wer überzeugt am ehesten, ja? Wer hat den konsistentesten Auftritt und wer hat vom Pitch einfach was abgeliefert, wo Sie sagen, ja, mit dem habe ich Lust, ne, in so ein Breakout-Room zu gehen, mit dem habe ich auch Lust, weiter zu netzwerken, von dem habe ich vielleicht sogar Lust, eine Dienstleistung mir anbieten zu lassen. Ja? Das, verstehen Sie das also auf jeden Fall bitte gerne spielerisch und auch das Feedback im Nachhinein ist immer dazu gedacht, Ihnen die Möglichkeit zu geben, aus dem Pitch, der zweifelsohne ja nicht auch zum ersten Mal gehalten wird und den Sie schon kennen und können, auf eine gewisse Weise auch einfach noch mehr zu machen. Ja? So ist das Ganze gedacht. Die Reihenfolge haben wir, damit es keinen Streit gibt, alphabetisch gemacht. Und deswegen wird anfangen Steffen Berg, gefolgt von Mike Böttcher oder Böttcher. Können Sie dann nochmal mich korrigieren. Und Alexander Buff. Ja, das sind die 3 ersten Pitchenden. Und wenn ich nichts vergessen habe, dann können wir mit Steffen Berg beginnen. Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Steffen Berg. Ich bin Geschäftsführer der ZI Jena GmbH und die ZI Jena GmbH ist ein klassischer Auftragsfertiger im Bereich Feinblech-Gehäusetechnik hier in Jena. Wir sind wunderschön gelegen, mitten in der Stadt, direkt neben der Ernst-Abbe-Hochschule gegenüber vom Zeiss Hauptgebäude und fertigen für alle Kunden, die es von uns haben möchten, Blechteile aller Art. Angefangen von funktionellen Einzelteilen oder funktionellen Baugruppen bis hin zu großen, komplexen Gerätegehäusen und Gehäusesystemen.
Auf Letzteres haben wir uns spezialisiert, darauf sind wir ausgerichtet, unser ERP-System ist darauf ausgerichtet, unsere ganze Mannschaft ist darauf ausgerichtet, mit solchen funktionellen Baugruppen, solchen hochdekorativen und hochkomplexen Baugruppen zusammen zu arbeiten. Die haben oftmals mehr als 1000 Einzelteile und wir fertigen nicht nur für unsere Kunden, sondern kaufen im Prinzip auch die Teile zu, egal ob das jetzt Dichtung sind oder auch komplexe Kunststoffteile für das Gehäuse. Ja, wie gesagt, wir sind mit ungefähr 60 Mitarbeitern hier tätig. Wir sind Teil einer international agierenden, familiär geführten Firmengruppe und verstehen uns darin, dass wir es unseren Kunden ermöglichen, dass die ihrem eigentlichen Kern-Know-how nachkommen. Sie können sich um alles kümmern, um ihre Elektronik, um Software, um Medizingeräte. Und wir kümmern uns ums Gehäuse. Ja, das soll es von unserer Seite aus, soll von meiner Seite erstmal genügen. Vielen Dank. Perfektes Timing. Vielen Dank, Steffen Berg. Das habe ich in der Tat vergessen, vorhin anzusagen. Deswegen sage ich es jetzt nochmal dazu. Die Kirsten Bremer aus der Wirtschaftsregion Leipzig nimmt die Zeit ganz im Hintergrund. Das heißt, nach den 90 Sekunden ertönt, ich vermute, ein Ton, Kirsten, richtig? Ja. Das heißt, wenn Sie über die 90 Sekunden drüber sind, dann wird Kirsten sagen, das ist der letzte Satz. Und ich reite darauf meistens auch deswegen so herum, weil es einfach Formate gibt, in denen Sie nach dieser Zeit halt wirklich abgebrochen werden. Ja, wenn Sie zum Beispiel irgendwo bei Investoren-Pitches sind, dann kann es sein, dass Sie den Satz noch zu Ende sprechen dürfen, kann aber auch sein, dass Sie den nicht zu Ende sprechen dürfen. Deswegen ist es gut, sich an ein bestimmtes Zeitformat einfach zu gewöhnen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe 90 Sekunden, na, dann mache ich meinen Pitch auch so, dass der wirklich nach 89 Sekunden auch fertig ist. Und wenn es nur ist, um mein Gegenüber eben in der Art zu beeindrucken, dass ich das geschafft habe in diesen 90 Sekunden. Ja? Also das ist mal das eine. Das haben Sie jetzt hier an dieser Stelle schon mal sehr gut performt. Daran können sich alle anderen Nachfolgenden auf jeden Fall auch ein Beispiel nehmen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war Ihr vorletzter Satz. Den hätte ich gerne ganz, ganz vorne gehört oder zumindest, sagen wir mal, ein bisschen mehr am Anfang, weil Sie haben nämlich gesagt, wir kümmern uns ums Gehäuse. Also das ist ja im Prinzip Ihr Kerngeschäft, sage ich mal, oder? Ja. Ja, genau. Das ist was, das behalte ich sofort im Kopf, wenn ich das am Anfang höre. Und deswegen macht es Sinn, sowas ganz am Anfang zu sagen und erst danach zu erklären, was Sie eigentlich machen. Weil dann habe ich nämlich die Chance als Zuhörer, alles, was danach kommt, sozusagen an diesen Anfang dran zu pinnen. Ja? Also wenn ich sage, mein Name ist Konrad Sell und ich zeige Ihnen, wie Sie einen Pitch abliefern, der sitzt, ja, dann kommt alles, was ich danach sage, immer ins Verhältnis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Deswegen würde ich sowas grundsätzlich am Anfang sagen. Ja? Eine weitere Idee, die mir kommt, ist, stellen Sie nicht Ihr Unternehmen vor, sondern stellen Sie Ihre Idee vor. Also ein Unternehmen kann man vorstellen, haben Sie wunderbar gemacht, ja? Perfekte Zeit, Sie haben genau alles gesagt, was Sie tun. Sie haben gesagt, worin Sie gut sind, ja? Auch das ist natürlich wichtig. Was Sie zusätzlich machen könnten, ist zu sagen, was Sie zum Beispiel vorhaben als nächstes. Ja? Dann gibt es in so einer Runde hier möglicherweise jemanden, der sofort sagt, ah, da habe ich jemanden oder da habe ich ein Projekt, was passt. Oder. Ja? Also ich würde Call to Action sagen, Leute, die diese Verenglischung dieser Sache nicht mögen, die würden vielleicht sagen, ein Aufruf zu irgendwas. Ja? Also wir suchen zum Beispiel Leute. Ja? Oder es gibt eine bestimmte Aktion, es gibt ein Projekt, was ich gerade bewerben möchte aus einem bestimmten Grunde oder so etwas. Ja? Und ganz zum Schluss noch ein von aus meiner Sicht sehr, sagen wir mal, objektiver Tipp, aber viele nehmen das immer subjektiv. Machen Sie das, wie Sie das möchten. Ich würde immer stehen bei so einer Angelegenheit. Und zwar aus folgendem Grund. Sie sehen mich ab hier, ja, und ich habe hier oben einfach ein sehr, sehr großes, ein sehr breites Potenzial, um mich zu bewegen. Ich habe hier hinten die Möglichkeit,
Dinge zu visualisieren bei einem echten Hintergrund. Das ist übrigens etwas, das mir sehr gut gefällt bei Ihnen. Ja? Kein virtueller Hintergrund, wunderbar. Es schafft nämlich Tiefe im Raum und macht sie einfach plastischer. Und wenn Sie stehen, haben Sie einfach eine gewisse Grundspannung, die Ihrer Stimme immer zuträglich ist. Und deswegen würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen, zu stehen. Wunderbar. Herr Berg, vielen Dank. Danke. Es geht weiter mit Mike Böttcher oder Böttcher. Das überlasse ich Ihnen, aber Böttcher passt gut. Jawohl. Bevor wir Mike Böttcher sehen, haben wir hier noch die Gelegenheit abzustimmen. Ich werde nicht mit abstimmen. Und es sei dazu gesagt, dass der Erste, der Herr Berg, natürlich die Herausforderung hat, sich mit niemandem vergleichen zu können oder zu dürfen. Ja, das heißt, alle Leute, die für ihn abstimmen, die wissen nicht so richtig, was kommt denn jetzt als Nächstes. Aber irgendeine Reihenfolge muss man schließlich wählen. Und deswegen sagen wir mal, vielleicht wiegen wir das auf mit dem Vorteil, eben auch nicht so viele Leute vorher gehört zu haben, sodass man eben auch nicht so gut vergleichen kann. Gut, haben alle abgestimmt, dann schließen Sie das Fenster einfach wieder. Das geht nämlich nicht von selbst weg. Und dann geht es weiter mit Herrn, Sie sagen es am besten gleich selber, damit ich es nicht nochmal falsch sage. Sie haben es ja richtig gesagt. Hallo, hier ist Mike Böttcher und ich möchte Ihnen heute unser Unternehmen vorstellen. Ich hoffe, das klappt mit der Bildschirmpräsentation. Sehen Sie es? Ja. Sehr gut, danke schön. Also, jetzt geht's los. Ich möchte Ihnen heute die LEDS24.com als Ihren starken Partner für individuelle LED-Beleuchtung für Privat- und Geschäftskunden vorstellen. Sie haben eine Projektidee mit Beleuchtung, aber Sie wissen einfach nicht, wie Sie es umsetzen können. In den üblichen Geschäften finden Sie einfach nur Standardprodukte, die passen nicht. Ihnen sagt keiner, was Sie alles benötigen, um wie es zusammenpasst und was eben nicht zusammenpasst. Und heute ganz aktuell, Sie finden keinen Handwerker, der Ihnen das Ganze auch noch konzipiert und letzten Endes installiert. Dann kommen Sie zu uns, denn wir helfen Ihnen bei der Produktauswahl, unterstützt durch einen Produktfinder, verschiedene Themenwelten oder ein Online-Konfigurator, der recht einfach zu bedienen ist, je nachdem, welchen Reifegrad Ihr Projekt hat. Wir produzieren auf Maß, das heißt so, wie Sie es brauchen, professionell und zum fairen Preis. Wir packen Ihnen das Gesamtpaket zusammen, gerne auch Plug and Play, das heißt, Sie nehmen es raus aus dem Versand, schließen es an und es funktioniert. Sie kriegen auf unserer Homepage gewisse Videos und Hinweise, um das auch noch zu erleichtern. Und wir stehen Ihnen per Telefon für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Wir haben ein breites Spektrum, Lichtleisten, Streifen, Innen- und Außenleuchten und alles Mögliche an Zubehör, was Sie dafür benötigen. Wir sind seit über 10 Jahren aktiv am Markt, haben eine professionelle deutschsprachige Beratung, alles individuell, das ist das, was wir sind, das, was uns ausmacht. Wir stellen selber her, haben zertifizierte, energieeffiziente, langlebige Produkte und verschicken Ihnen das Ganze auch noch in 2 bis 3 Werktagen. Und das sind meine Kontaktdaten. Das war's. Perfektes Timing. Auf den Punkt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Erinnern Sie sich, vielen Dank, Herr Böttcher, erinnern Sie sich, was ich ganz am Anfang über die Anzahl der Folien gesagt habe. Ja, ich habe gewahrsagt, orakelt habe ich, will ich sagen, dass Sie mit nicht mehr als 4 Folien dort auskommen werden wahrscheinlich und es waren genau 4. Gut, wenn man die Kontaktfolie noch damit zuzählt und die Titelfolie waren es 6, aber es waren 4 Inhaltsfolien. Das ist an sich kein Problem. Das Problem entsteht, wenn ich in dieser Zeit auch noch alles lesen soll, was Sie vorlesen. Das Problem habe aber nicht ich, sondern das Problem kriegen Sie, weil ich kann nämlich schneller lesen, als Sie vorlesen können. So, und deswegen würde ich an so einer Stelle immer sagen, versuchen Sie so viel wie möglich mit Schaubildern, mit Icons zu arbeiten. Mit Dingen, die auf den ersten Blick genau sagen, was sie rüberbringen wollen. Ja, also sowas wie dieser Partner, der da zu Ihnen kommt, als der Kunde, den Sie ja ansprechen, der potenzielle Kunde, das könnte ja so ein Installateur-Icon oder sowas sein mit einem Pfeil. Ja, das ist natürlich total aufwendig, sich sowas so zu überlegen, dass dann das auch stimmig ist. Ja? Aber wenn Sie so wenig Zeit haben, dann macht das wirklich, das macht richtig was aus. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist Ihr Hintergrund.
Obwohl ich nicht gedacht habe, dass ich das mal sagen würde. Kirsten, du darfst es keinem verraten, dass ich das mal gesagt habe, jetzt hier in so einer Runde. Ich sage nämlich normalerweise immer, nehmen Sie keine virtuellen Hintergründe, ja, weil die schneiden Sie ab. Da verschwimmen die Schulterlinien oder die Haarlinie oder so. Es ist eigentlich nie so richtig ideal. Aber bei Ihnen ist es ein bisschen was anderes, weil durch diese Beleuchtung einfach das, ja, das macht einen Eindruck, der fetzt einfach. Dieser Teppich, der passt zum Hemd. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber das passt auf jeden Fall. Ja, und ich sag mal so, wenn Sie eben diese LED-Geschichte machen, das hat ja auch ein bisschen was von Technik. Und da würde ich sagen, da kommen Sie mit so einem virtuellen Hintergrund auch gut, gut weg und gut davon. Wenn Sie können, ja, machen Sie das einfach in einem Raum, den Sie vielleicht als Showpiece, ja, in Ihrem Unternehmen irgendwo nutzen. Vielleicht gibt es ja sowas. Vielleicht gibt es einen Raum, wo Sie Vorführungen machen oder wo Sie so Ausstellungsstücke drin stehen haben oder so, wo Sie was in Szene setzen, so wie jetzt auf diesem Hintergrund. Wenn Sie einen Pitch in so einem Raum live machen können, dann das bringt natürlich richtig Punkte. Und mein letzter Tipp ist der, den ich eigentlich auch ganz oft, den ich ganz oft anbringen kann, nämlich der von Satzenden, die nach unten gehen. Wenn Sie einen Satz beenden, dann gehen Sie mit der Stimme nach unten. Und danach warten Sie, weil dann kommt ja erstmal ein Punkt. Hören Sie, was ich mit der Stimme mache? Wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie einen Vorteil, nämlich dass die Zuhörer immer sozusagen wollen, ah, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Aber Sie haben den Nachteil, dass das, was Sie sagen, nicht so gut hängen bleibt, weil sich das Hirn mehr merken muss. Wenn Sie den Satz nach unten bringen und erstmal beenden, hat das Hirn Zeit nachzudenken. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der hier wichtig ist, nämlich der Ihres eigenen Nachdenkens. Jeder von Ihnen, der den Satz nach unten bringt beim Ende, hat danach Zeit, kurz nachzudenken. Und in dieser Zeit, wenn ich weiß, ich nehme mir diese Zeit, dann setze ich da kein Füllwort rein. Ja, das heißt, ich denke nach und dann fange ich an mit dem nächsten Satz. Und nicht, ich bleibe oben, überlege, wie geht es weiter und gehe dann gleich weiter. Verstehen Sie den Unterschied? Ja, das ist sozusagen so eine Welle, die immer zwischendurch mal ein bisschen zur Ruhe kommt, wenn Sie Sätze nach unten konsequent abschließen. Herr Böttger, vielen Dank zunächst für diesen Input. Und wir machen weiter mit... Ach so, wir machen natürlich nicht weiter, sondern Sie dürfen abstimmen. Pitch Nummer 2 für Alexander Böttger. Und Alexander Hof, ja, genau. Dann kommt Alexander Buff zu uns von Interpanel. Ich bin gespannt. Genau. Hallo. Die neue Generation Klimadecke für ein effizient gesundes Raumklima mit nur einem System. Hallo, mein Name ist Alexander Buff. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Interpanel. Und wir sind ein innovativer Hersteller von Raumklimasystemen. Sie werden sich wahrscheinlich einige fragen, warum ein neues Raumklimasystem? Naja, die meisten werden wahrscheinlich auch schon von der globalen Erwärmung gehört haben. Globale Erwärmung braucht auch irgendwo globale Kühlung. Also viele Gewerbegebäude brauchen mittlerweile, auch Bestandsgebäude, eine Kühlung. Und die allseits bekannte Luftklimatisierung gelangt zunehmend an ihre Grenze, sei es aus komforttechnischen Gründen, Effizienzgründen oder eben hygienischen Gründen. Es gibt da noch optionale Kühldecken, die aber auch im Sommer an ihre Leistungsgrenze geraten aufgrund der Taupunktproblematik. Wir haben hierfür eine weltweit einzigartige, innovative Lösung gefunden. Und nicht nur das, wir integrieren zusätzlich in ein vorgefertigtes modulares Deckensegel die Arbeitsplatzbeleuchtung, Akustik, Heizung und Kühlung und sind damit nicht nur die weltweit einzige Flächenkühlung ohne Taupunktabschaltung, sondern auch ein modulares System für die Ausstattung von neu und bestehenden Gewerbeimmobilien, insbesondere im Büro- und Verwaltungsbau. Wir sind ausgezeichnet von der DGNB für die Innovation, also von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, und sehen unsere Raumklimalösung als eben die Zukunft für Lebens- und Arbeitsstätten. Ja, vielen Dank. 5 Sekunden waren noch übrig. Ah, 5 Sekunden. Wunderbar. Können Sie gerne online besuchen auf www.interpanel.com.
oder hier direkt. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, Alexander Buff. Sehr gerne. Wir haben hier ein paar sehr, sehr schöne Dinge gesehen. Nämlich zum Ersten haben Sie gesehen, was haben Sie gemerkt, gehört, was er Alexander Buff mit seinem Namen gemacht hat. Ja, wem ist es aufgefallen? Niemandem, dann löse ich es kurz auf. Also der Name kam nicht zum Anfang. Ja? Was hat er damit geschafft? Er hat es geschafft, dass ich auf den Namen warte, weil ich natürlich denke, er wird ja irgendwann schon sagen, wie er heißt. Ja? Das heißt, je mehr Sie vor den Namen schalten am Anfang, desto mehr erzeugen Sie so eine gewisse Spannung auf den Namen. Das hat natürlich eine Grenze, ja. Und also wenn Sie jetzt 3 Minuten erzählen, ja, und danach sagen Sie erst, wie Sie heißen, weiß ich nicht, ob Sie damit besser fahren. Aber das muss man so ein bisschen erspüren. Das kann man natürlich im digitalen Raum schwer machen. Deswegen überlegen Sie sich einfach vorher eine Faustformel, probieren Sie es auch einfach mal aus, wenn Sie irgendwo die Gelegenheit haben, erst mal zu sagen, Interpanel, ja, die neue Art Decken zu kühlen. Und vor allem machen wir damit, was weiß ich nicht, ja, was eben damit besonders cool ist. Und ich bin übrigens Alexander Buff und ich freue mich, heute hier zu sein oder so. Ja? Also das ist eine Methode, die sehr, sehr gut funktioniert, um Spannung zu erzeugen. Und was man auch in der Präsentation sehr schön gesehen hat, ist, dass der Alexander Buff wenig Text verwendet hat. Ja? Bis zu Folie 3, da war es mir persönlich ein kleines bisschen zu viel, aber es war immer noch nicht so viel, dass ich nicht mitlesen konnte. Also ich konnte mitlesen in der gleichen Geschwindigkeit, wie er gesprochen hat. Ja? Und wenn es diesen Betrag an Wörtern nicht überschreitet, dann ist alles gut. Ja? Das ist aber eine sehr, sehr scharfe Klinge, auf der ich mich da bewege und da kann ich eben manchmal auch abrutschen. Deswegen, wenn es sowas gibt wie so ein Bild oder einfach nur diese 4 Attribute, die er dort genannt hat, ne? Die waren auch Wörter, aber sie waren unterschiedlich farbig hinterlegt und sie hatten dadurch diesen Charakter von, ich nehme sie bap, 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 sofort wahr. Ja, das hat also auch ganz gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, aber dafür kann er Alexander nicht, ist die Folienbewegung von Folie, ich glaube, 3 auf Folie 4. Die hat uns bei mir ein bisschen gehakt. Ja? Und das ist was bei so einem Online-Pitch, das kauft man halt einfach mit ein. Ne? Das kann sein, dass so eine Folie mal hängen bleibt. In dem Fall war es jetzt hier nicht so schlimm, weil es danach direkt wieder weiterging. Aber stellen Sie sich mal vor, Ihre Folie bleibt halt ganz hängen und Sie sind aber darauf angewiesen zu sehen, was Sie erzählen wollen. Ja? Dann haben Sie möglicherweise ein Problem. Deswegen ist das, was der Steffen Berg gemacht hat, ganz am Anfang, eben eine gute Nummer. Ja? Sich eben einen Faden zurechtzulegen, der nicht auf der Folie ist und den ich auch im Notfall aus meinem Gedächtnis heraus von vorne nach hinten abspulen kann. Ansonsten sehr schöne Bilderwahl, finde ich, auch hier wieder bei dem Hintergrund. Ne? Ich bin kein Fan von virtuellen Hintergründen. Und gerade auch in dieser Perspektive hier ist es natürlich so, der Kopf sitzt hier auf dem Tisch, das passt natürlich nicht, aber der Hintergrund an sich ist natürlich trotzdem sehr schöner und auch in den Folien waren Dinge dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Andreas Held, Steven Karnstedt und Olaf Pösse. Bitte vergeben Sie noch Ihre Punkte für den Pitch 3 von Herrn Alexander Buff. Und wenn die Umfrage dann von Ihnen erledigt ist, bitte einfach das Fenster auskreuzen. Ja, dann starte ich mal. Mein Name ist Andreas Held, ich starte jetzt direkt mit dem Namen zuerst. Ich bin einer der Geschäftsführer von der Industriemix GmbH und Co. KG. Wir sitzen im schönen Merseburg in Sachsen-Anhalt und bieten unseren Kunden nachhaltige Lösungen für das Thema, Moment, jetzt geht die Folie nicht, doch, für die Energieeffizienz. Nachhaltige Lösungen werden immer mehr unsere Zukunft bestimmen. Daher haben wir
als kleine Gruppe in der Industriemix unterschiedliche Themen zur Auswahl. Das eine ist, dass wir ein Desinfektionsprodukt herstellen in Deutschland ohne Alkohol, nachhaltig, effizient und sehr schnell wirksam. Also gerade im Bereich im Corona-Zeitalter ist es natürlich eine sehr wichtige Lösung, hier auch gute Produkte zu haben. Auf der zweiten Folie oder im zweiten Bereich haben wir Licht- und Energielösungen. Einmal für LED-Beleuchtungsumrüstung für Unternehmen im Industriesektor und E-Mobilitätslösungen im Bereich Fahrzeugelektronik, wo wir hier von der Ladesäule bis hin zum Graben alles machen können. Der dritte Bereich ist unser Servicebereich. Hier bieten wir alles an, um die oben genannten Dienstleistungen entsprechend umsetzen zu können. Soweit für Industriemix. Vielen Dank. Gab es, wunderbar, wollte ich gerade fragen, war das tatsächlich die letzte Folie oder hätte es noch eine gegeben? Jetzt ist erst Zeit um bei mir 90 Sekunden. Oh, da war noch eine. Dann habe ich zu früh gestartet mit meinem Timer. Ach, ich habe gleichzeitig gestartet. Das kommt mal hier, alles klar. Also da war die zweite, hat er sich selbst ein kleines bisschen die Zeit alleine weggenommen. Ansonsten haben sie die ja relativ gut eingehalten. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich beschränke mich hier mal auf einen Hinweis, der jetzt mir schon zwei, dreimal aufgefallen ist und der, wenn Sie den umsetzen, Ihre Präsentation um ein Vielfaches stärken kann, obwohl es eigentlich gar nicht so viel ist, was Sie machen müssen. Vielleicht haben Sie es gemerkt, vielleicht haben Sie es auch selber gemerkt. Sie haben angefangen mit, dann starte ich jetzt mal. Ist Ihnen aufgefallen? Genau. Ja. Ihr Vorredner hat am Ende was ganz Ähnliches gemacht. Er hat nämlich gesagt, das war's. Ja? Und bei diesem Anfang und bei diesem Schluss gibt es ein Problem. Und dieses Problem ist, dass Sie sich Ihren Vortrag gewissermaßen schwächen, weil das Ende und der Anfang nicht dazugehören. Also weder das war's, ja, noch ich fange jetzt mal an mit der ersten Folie, gehören eigentlich zum Vortrag. Ne? Das heißt, Sie schaffen einen Übergang von vor Ihrem Vortrag zu Ihrem Vortrag. Und dieser Übergang wird gefüllt mit, ne, in Ihrem Fall jetzt, also ich nehme Sie jetzt hier als Beispiel, weil Sie das gerade gesagt haben, aber es passiert eben wirklich ganz oft. In diesem Fall mit, dann starte ich jetzt mal. Das Problem dabei ist, dass das ist mein erster Eindruck. Wenn Sie warten würden und sagen würden, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, oder haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, wie das wäre mit einem Desinfektionsmittel, was biologisch abbaubar wäre? Stellen Sie sich mal vor, ne? Sie machen jetzt hier gerade in Corona-Zeiten 10-mal am Tag mit so einer Flasche rum, was da alles drin ist. Ne? Wir stellen was her, was Sie einfach so wieder in die Umwelt entlassen können und es macht überhaupt kein Problem für die Umwelt. Oder irgendwie sowas. Ja? Ich habe mir das jetzt ausgedacht, aber wenn Sie den Break von kein Vortrag zu Vortrag mit was setzen, was knallt, einfach weil es eben, ne, nach vorne geht, wie zum Beispiel, stellen Sie sich doch einfach mal vor. Dann haben Sie natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn Sie, ich sag mal, ein bisschen weicher reinkommen mit, dann fange ich jetzt mal an. Natürlich können Sie das machen. Ja? Ist nicht falsch. Aber der Knaller, sozusagen der Effekt, den ich mir merke, der kommt eher zum Tragen, wenn Sie diesen Unterschied wenn Sie den Unterschied ganz klar machen, also wenn klar ist, jetzt fange ich an und auch mit. Ja? Das ansonsten ist es von mir erstmal zu diesen vielleicht eine Geschichte noch, wenn Sie diese drei Sachen haben, Sie hatten nur eine Folie, ne? Dann könnten Sie diese drei Sachen natürlich auch wiederum etwas verbildlichen noch, damit ich eben nicht in die Verlegenheit komme, mitzulesen, gerade weil Sie ja die Folien nicht wechseln. Also wenn Sie haben sozusagen keine weitere Ablenkung auf dem, was dahinter läuft. Insofern können Sie ruhig auf dem einzigen, was Sie dann sozusagen zeigen, die Sache natürlich noch ein bisschen einfacher für den Zuschauer machen. Dafür erstmal vielen Dank. Wir haben als nächsten
Steven Karnstedt, während hier noch für Andreas Held abgestimmt werden kann, kann sich Steven Karnstedt schon mal vorbereiten. Und wenn alle abgestimmt haben, dann kann Herr Karnstedt ins Spotlight. Ist er denn da? Ja, er ist da. Hallo. Sehr gut. Ich. Da ist er. Gut zu sehen. Ja, mein Name ist Steven Karnstedt von der Firma Kiel in Landsberg. Dass dieses Format für uns was ganz Neues ist, wird man jetzt sehen an der Präsentation, die ich habe. Denn ich habe nicht wirklich eine Präsentation, ich habe eigentlich ein Video, das ich jetzt starte. Danke. So, da waren die 90 Sekunden auch schon abgelaufen. Auf den Punkt. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Online-Pitches wir jetzt gemacht haben. Ich glaube, 7, 8 oder 9 oder so mittlerweile. Tatsächlich das erste Mal, dass jemand die komplette Zeit mit einem Video gefüllt hat. Klasse. Das kann man machen, ja. Geht. Ich hätte natürlich wahnsinnig gerne den Herrn Karnstedt gehört, nicht wahr? Denn wir kennen uns ja noch nicht. Und so dann auch persönlich sozusagen zu wissen, ne, was finden Sie daran gut? Wie wirkt es auf mich, wenn jemand von Kiel, jemand Persönliches von Kiel kommt? Das wäre natürlich großartig gewesen. Da ich das sozusagen nicht habe als Basis, muss ich ein paar Sachen zu dem Video sagen. Also, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass es nach vorne geht mit dem Rhythmus, ne? Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber der Rhythmus war zumindest ganz am Anfang. Am Schluss dann war es ein kleines bisschen off, aber war ganz am Anfang auch auf den Einblendungen der Worte. Das heißt, ich habe sozusagen eine Unterstützung für mein Lesen, das super verschlagwortet war, weil irgendwie wirklich immer nur kurze Sachen kamen. Habe ich eine Unterstützung, eine rhythmische, eine musikalische Unterstützung. Und das ist natürlich gut gemacht. Ja? Das ist sehr gut gemacht. Hinten raus wurde es dann ein bisschen schwieriger, weil einfach mehr zu lesen war. Und da habe ich eben dasselbe Problem wie bei einer Folie, auf der ich lesen muss, weil sie können nicht davon ausgehen, dass es die Leute schaffen. Ne? Manche schaffen es, aber manche schaffen es halt auch nicht. So, ansonsten ist es bei dem Pitch natürlich so, dass ihm das Video auch abschmieren kann. Ne? Wenn wir jetzt hier zu 20 gewesen wären oder zu 25, das haben wir schon erlebt, dass in der Pause ein schönes Video laufen sollte, dann war halt ein Freeze. Vielleicht kommt dann ein ungünstiger Freeze, ja, das kaufen Sie dann mit ein und dann stehen Sie da sozusagen. Aber in diesem Moment hat das hier an der Stelle ganz gut funktioniert. Das Einzige, was mir noch dazu einfällt und was wirklich wichtig ist, das geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was ich gerade gesagt habe mit dem Anfang und mit dem Ende. Wenn Sie ein Video haben und das ist das, was Sie spielen wollen, dann spielen Sie das Video.
nicht wahr? Das Video geht dann mit einem Knaller los und endet mit einem Knaller. Wenn Sie das Video einführen mit, naja, Sie werden gleich sehen, na, das ist nicht das, was wir sonst machen und das ist neu für uns, weil wir sind, Sie merken schon, ja, wie ich das mache, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Sie schwächen natürlich Ihren Frame auf in eine gewisse Weise, weil Sie stellen Sie sich wieder den Bilderrahmen vor, ich sage immer Frame, aber stellen Sie sich einen Rahmen vor, erst sind Sie draußen, ja, also so, und dann geht's los und Sie kommen rein und sagen, bam, hier bin ich und das ist das Video. Dann ist alles gut und alles schön. Ja? Aber wenn Sie sozusagen draußen sind und dann sagen Sie, also ich komme jetzt hier mal langsam rein und dann mache ich das Video an. So, jetzt geht's los. Ja? Dann haben Sie einfach einen anderen, ist ein anderer Anfang. Die Stimmung ist eine andere. Die Stimmung ist nicht so zack, sondern die Stimmung ist so, ja. Ja? Und ich will nicht sagen, dass das eine oder das andere besser oder schlechter ist. Was ich sagen will, ist, dass es zum Kontext passen muss. Ja? Das heißt, Sie müssen sich überlegen, in welcher Runde sind Sie, ja? Und halten die so einen Knaller aus, mit so einem Video anzufangen? Oder brauchen die vielleicht so, das so wie Sie es gemacht haben, ne? In einem Live-Setting irgendwo ist es vielleicht gar nicht so cool, mit so einem Video zu starten und gar nichts dazu zu sagen, ja? Sondern vielleicht ist es da genau richtig, so wie Sie es jetzt gemacht haben. Ja, also ich will das auch gar nicht werden, sondern ich will einfach Sie sensibilisieren, also Sie alle sensibilisieren dafür, dass es so geht und dass es so geht und dass Sie sich vorher einfach überlegen wollen, überlegen können und sollten eben, was wollen Sie erzeugen und wie setzen Sie den Effekt dann mit dem, in dem Fall mit dem Anfang, aber es gilt natürlich für jedes Stilmittel, was Sie verwenden, wie setzen Sie diesen Effekt dann auch tatsächlich in Wirkung um. Wunderbar. Also ich freue mich, wenn Sie uns noch in, oder mir noch in einem Breakout-Room nachher begegnen, damit ich noch das eine oder andere Wort von Ihnen persönlich höre. Aber wenn wir uns auf diesem Wege nicht sehen, dann freue ich mich natürlich auch, Sie in anderer Kapazität demnächst mal wiederzutreffen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Ich bedanke mich. Ja, gerne. Danke. Wir haben noch den Olaf Pössl in diesem zweiten Block, während hier noch für Herrn Kahnstedt abgestimmt wird, kann sich Herr Olaf Pössl schon mal vorbereiten. Ich glaube, alle Stimmen sind abgegeben. Herr Pössl kann ins Spotlight gesetzt werden und dann kann es losgehen. Ach, schau mal, ich kann das auch machen. Dann mache ich das doch einfach mal. Und die Bühne gehört Ihnen. Man hört Sie nicht. Sie haben noch Ihr Mikrofon aus. Okay. Jetzt. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Olaf Pössl. Ich bin der Geschäftsführer der Jena Gewindetechnik GmbH mit Standort natürlich in Jena. Warum bin ich heute hier? Unser Unternehmen ist in einem Wandel. Und dieser Wandel beinhaltet sehr, sehr viel, und zwar der Wandel an Mitarbeiter, der Wandel in der Supply Chain, der Wandel des Standorts. Und ich bin da auf der Suche nach starken Partnern hier im Netzwerk, die diesen Wandel hier begleiten können mit der Coroda JenaTech, Jena Gewindetechnik GmbH. Ich gehe kurz in die Präsentation. Ich hoffe, die ist zu sehen. Unsere Gruppe, wir sind ein Unternehmen der Coroda JenaTech Gruppe mit Hauptquartier in Japan. Wir sind an dem Tokyo Stock Index notiert. Unser Unternehmen selbst macht einen Umsatz von ungefähr 10 Millionen Euro und hat 100 Mitarbeiter am Standort Jena. Unser Produkt ist der Kugelgewindetrieb. Die werden eingesetzt zum Beispiel im Maschinenbau, in hochgenauen Maschinen oder auch in der Messtechnik. Und Sie sehen, hier sind einige Bauteile in diesem Kugelgewindetrieb. Zurzeit haben wir eine Fertigungstiefe von 90% und das möchten wir ein wenig ändern. Dafür suchen wir natürlich starke Zulieferer und natürlich gerne auch aus Mitteldeutschland, gerne aus der Region hier.
Hier noch die kleine Vision. Wir sind im Moment an einem alten Standort, in den 70er Jahren gegründet, hier im Gewerbegebiet Göschwitz. Und wir planen einen kompletten nachhaltigen Neubau hier. Das heißt also ein Neubau, der zum Großteil natürlich aus wiederverwertbaren Rohstoffen bestehen wird. Und wir werden hier auch eine komplett neue Supply Chain aufbauen. Vielen herzlichen Dank. Diese Supply Chain wird noch ein bisschen warten müssen auf Ihre Ausdetaillierung. Leider können wir nicht mehr weiterhören, aber vielleicht gibt es nachher in den Breakout-Sessions ja Gelegenheit, darüber noch mehr zu erzählen. Was ist hier passiert? Etwas Wunderbares ist hier passiert. Der Herr Pöss hat am Anfang eine Frage gestellt und sie sofort beantwortet. Das ist eine großartige Technik und auch wenn sie jeder kennt, sage ich einfach nochmal zwei, drei Sachen dazu, damit es ein bisschen ins Bewusstsein kommt. Was passiert, wenn ich eine Frage stelle? Ich habe jetzt auch gerade eine Frage gestellt. Haben Sie gemerkt, was passiert ist? Sie denken darüber nach, was passiert, wenn Sie eine Frage stellen. Und zwar einfach nur deswegen, weil ich diese Frage stelle. Das heißt, die Funktion der Frage, die ist so in uns drin, dass wir nicht einfach nicht darüber nachdenken können. Das geht nicht. Ja, unser Hirn will die Antwort darauf finden. Das heißt, in dem Moment, wo Sie eine Frage stellen, steht automatisch die Suche nach dieser Antwort hinten in meinem Unbewussten und die rückt dann nach vorne und die will sich Platz verschaffen. Das heißt, in dem Moment, wo Sie fragen, warum bin ich heute hier, schaffen Sie eins, nämlich, dass ich mich frage, ja, warum ist er denn heute hier? Und meine Aufmerksamkeit für die Antwort, die steigt. Natürlich. Ja. Und das ist sozusagen der zweite Teil dieses Tricks, den Sie hier sehr schön angewendet haben. Ich bin heute hier, weil es bei uns um den Wandel geht. Und diesen Wandel möchte ich gemeinsam mit Partnern aus dem BVMW gestalten. Ja? So, also wunderbarer Trick können Sie immer sehr gut in dieser Art und Weise verwenden. Jetzt haben Sie was gemacht, das macht diese Sache jetzt ein bisschen schwierig im Nachhinein, ja, weil ich weiß jetzt nicht, was heißt dieser Wandel so ganz genau. Vielleicht weiß ich es auch nicht ganz genau, weil Sie nicht weiter erzählen konnten. Ja, dieser Neubau hat möglicherweise damit zu tun. Vielleicht weiß ich es aber auch nicht ganz genau, weil Sie danach sofort in die Unternehmensvorstellung gegangen sind und jetzt am Ende das möglicherweise noch gesagt hätten. Ja, richtig cool hätte ich gefunden, wenn Sie gesagt hätten, was dieser Wandel ganz konkret für die Leute, die jetzt hier sind, möglicherweise bedeutet. Zum Beispiel, was Personal angeht. Möglicherweise suchen Sie Personal dafür. Ja. Zum Beispiel, was Kooperationen angeht, Partnerschaften angeht. All diese Dinge sind ja möglich und vielleicht sind es auch all diese Dinge, aber vielleicht ist es nur eins davon. Und dann wäre an der Stelle natürlich, hätten Sie sich die Bühne schon geschaffen, perfekt, um jetzt die Bombe zu platzieren und zu sagen, deswegen, ja, bin ich hier. Das sollte aus meiner Sicht also dann direkt im Nachhinein so konkret wie möglich kommen. Dann können Sie danach immer noch die Unternehmensvorstellung machen, aber das bleibt dann erstmal im Kopf. Die Präsentation dazu habe ich leider nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige war oder ob es sich einfach nicht übertragen hat. Das ist natürlich insofern... Auch nicht gesehen. Das ist natürlich insofern schade, als dass so schön diese Zündkerze da hinter Ihnen auch ist. So sehr hätte mich natürlich trotzdem interessiert, was Sie uns zeigen wollten. Und das ist, ja, herrlich, ja. Schöne Zündkerze. Ja, das ist eben das, was ich meine. Das ist ein Kugelgewindetrieb, ja. Ach, ist gar keine Zündkerze. Ja, sehen Sie? Nein. Ja. Schauen Sie mal. Aber das war zwar nicht beabsichtigt. Ich werde es mir merken. Die Zündkerze hinter mir werde ich mir merken. Das war zwar nicht beabsichtigt, und Sie haben das ja auch gesagt mit dem Gewinde. Es steht ja sogar da. Aber das ist ein perfektes Beispiel, das habe ich jetzt nicht absichtlich gemacht, das ist ein perfektes Beispiel dafür, was passieren kann einfach. Ich sehe dieses Ding, ich habe keine Ahnung von Zündkerzen, ich habe auch keine Ahnung von Gewinde. Aber ich sehe dieses Ding und ich denke mir, das ist wahrscheinlich das. Ja, und dann kriege ich einfach nur, weil ich diese Connection nicht herstellen kann, kriege ich es nicht auf die Kette, Ihnen zuzuhören. Das ist jetzt bei mir nicht passiert, weil ich aufmerksam war und weil Sie das auch schön eingeführt haben. Ja, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Sie mit einer Präsentation arbeiten. Und noch etwas Zweites ist mir aufgefallen. Sie haben den Bildschirm, glaube ich, ein bisschen höher als die Präsentation. Kann das sein? Oder die Kamera? Ein bisschen tiefer als die Präsentation? Weil Sie haben etwas nach unten geschaut beim Vortragen. So, ist auf dem Laptop, ja. Ja, sehen Sie. So, das passiert Ihnen natürlich nicht, wenn Sie keine Präsentation haben. Ja? Also wenn Sie keine Präsentation haben, dann schauen Sie natürlich geradeaus, möglichst vielleicht sogar, wenn Sie es richtig
konkret in die Kamera machen, dann schauen Sie, haben Sie beim Gegenüber das Gefühl erzeugt, der guckt Sie wirklich, Sie gucken ihn wirklich an. Aber ne, selbst wenn Sie sozusagen das nicht machen, dann gucken Sie natürlich mindestens auf den Bildschirm. Das ist bei der Präsentation natürlich immer etwas schwierig. Vielen Dank für die nicht Zündkerzen, sondern Kugelgewindetriebe. Suche eines Gewindeherstellers nach Partnerschaften. Es gibt in der Breakout-Session noch die Gelegenheit mit Herrn Pösse, Herr Pösse, mit Herrn Pösse hier über diese neuen Partnerschaftsmöglichkeiten zu sprechen. Ansonsten stimmen Sie bitte ab, damit sich, die letzte Dreiergruppe vorbereiten kann. Ist denn die Frau Hesselbart mittlerweile da? Oder vielleicht ist sie ja schon länger da? Das ist entweder nicht der Fall oder ich höre sie nicht. Ich konnte auch nichts hören, hat es bestimmt nicht geschafft. Gut, dann muss ich korrigieren, sind wir natürlich nicht bei 3, sondern bei 2 weiteren Pitchern. Und das ist einmal der Jens Schneider und dann noch der Nick Vlox. Vlox, richtig? Ich übernehme das für den Kollegen heute, aber Vlox wäre richtig, ja. Für den Nick Vlox, genau. Gut, für den Nick Vlox. Und das ist Leon Hublitz, richtig? Genau. Gut, also haben wir Jens Schneider und Leon Bublitz. Wenn der Jens Schneider soweit ist, ich sehe ihn gerade gar nicht. Wo ist er denn? Da ist er im Spotlight. Wunderbar. Dann, ich kann noch nichts hören. Die Bühne ist frei. Immer noch nicht? Kein Ton. So, für einen solchen Fall, solange hier noch am Ton gebastelt wird, kann ich ja dazu noch mal 2 Worte sagen. Für einen solchen Fall ist es natürlich immer super, seine Präsentation auch rednerfrei am Start zu haben. Was meine ich mit rednerfrei? Wenn eine Präsentation so ist, dass Sie keine Tonspur mehr darüber brauchen und sie sich selbst erklärt, dann können Sie in einem solchen Fall, wie er jetzt hier passiert, natürlich die Präsentation abspielen, ohne dass Sie dazu was sagen müssen. Dass das nicht super ist, ne, und dass Sie es eigentlich auch anders vorhatten, ist ja dann logisch. Aber das gibt Ihnen eine kleine Vorstellung davon, wie so eine Präsentation aussehen sollte. Ja? Wer dazu noch mehr wissen will, der kann mich nachher gerne nochmal fragen, weil da gibt es so ein paar Kniffe und Tricks, die man da anwenden kann. Jetzt aber erstmal Jens Schneider. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Sehr schön. Ja, dann einen schönen guten Abend. Schneider Engineering Solutions mit Sitz in Hermsdorf ist immer dann Ihr Ansprechpartner, wenn Sie anspruchsvolle Produkte messen und prüfen wollen oder Ihre Prozesse in der Fertigung beispielsweise automatisieren möchten. Das fängt an bei reinen Mechanikkomponenten. Ja, geht über sehr viele Elektronikkomponenten bis hin zur Programmierung von Steuergeräten, dem Test in der Fertigung im Klima. Und in den meisten Fällen bedienen wir anspruchsvolle Kunden, wie zum Beispiel im Bereich Automotive, Medizintechnik oder auch dem Spezialanlagenbau. Ich bedanke mich. Ui, hier war nach meinem Gefühl auf jeden Fall noch Zeit übrig. 45 Sekunden. Eieiei, das heißt, Sie haben nur die Hälfte Ihrer Zeit verwendet. Jetzt könnte man natürlich, also erstmal vielen Dank dafür, ja. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, naja, ich war ja nicht drüber, nicht? Aber wenn Sie die 90 Sekunden haben, dann ist die oberste Pitch-Regel natürlich immer, Sie nutzen diese 90 Sekunden auch schlicht und ergreifend, weil Sie so am meisten Spotlight, ja, am meisten Scheinwerfer, am meisten Bühnenpräsenz einfach haben, schon alleine von der Zeit her. Das ist mal das Erste. Zum Zweiten hat mir etwas sehr gut gefallen, was Sie gemacht haben am Anfang. Ist Ihnen aufgefallen, wie er gesagt hat, wir sind Ihr Partner immer dann, wenn
Das ist so ähnlich wie die Frage, die wir eben gerade von dem Herrn Tasse gehört haben. Weil immer dann ist automatisch, kommt in meinem Hirn, die, was dann als nächstes kommt, nämlich wenn, ne? Hat er auch gesagt. Wir sind immer dann Ihr Partner und dann weiß ich, na, es kommt noch wenn. Aufmerksamkeitssteigerndes Instrument, sehr, sehr schön eingesetzt. An der Stelle hätte ich mir natürlich noch ein kleines bisschen mehr Enthusiasmus bei dieser Geschichte gewünscht, weil Sie, na, sehen Sie mal, schauen Sie mal, jetzt lächeln Sie nämlich. Ja? Das heißt, Sie machen ja gerne, was Sie tun. Und immer dann, wenn ich sehen kann, dass Sie gerne tun, was Sie tun, dann erhöht das die Überzeugungskraft um ein Vielfaches. Ja? Und was Sie auch sehr, sehr schön gemacht haben, waren Beispiele zu nennen. Ja? Ich als jemand, der sich jetzt mit dem, was Sie tun, absolut überhaupt nicht auskennt. Ich wäre verloren gewesen, wenn Sie die Präsentation nach dem ersten Satz hätten abbrechen müssen. Ja, wir sind immer dann Ihr Partner, wenn es darum geht. Ja, und dann haben Sie gesagt, worum es geht. Und dann wusste ich irgendwie nicht weiter. Ja, und dann haben Sie aber ein paar Beispiele gegeben. Und sowas ist natürlich immer großartig. Ja, Sie können sagen, wenn es darum geht, Sie haben irgendwas erzählt von, es ging darum, etwas zu messen, ja, oder etwas zu testen. Und Sie haben es auch genau benannt. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber es war klar, wenn jemand das braucht, dann kann er zu Ihnen gehen. Ja. Hintergrund, selbes Spiel wie vorhin. Stehen Sie vor einer echten Glasscheibe? Nee. Haben Sie so eine echte Glasscheibe, die so ist wie die, die in dem Hintergrund ist? Ja, dann würde ich sagen, stellen Sie sich, wenn das geht, und das ist jetzt nicht draußen auf der Raucherinsel, ja, möglicherweise, oder einer firmeneigenen Bushaltestelle, dann stellen Sie sich doch einfach vor diese Glasscheibe, ja, weil das gibt wieder diese Tiefe. Und alles, was echter wirkt, wirkt verlässlicher. Ich kann mich sozusagen persönlich viel, viel mehr darauf einlassen, dass es die wirklich gibt. Und das macht die Sache natürlich einfach auch sympathischer. Vielen Dank für diesen vorletzten Pitch. Jetzt gibt es noch den Leon Bublitz zu hören, während hier zum siebten Mal abgestimmt wird. Ich setze hier schon mal den Leon Bublitz ins Spotlight. Top. Und es gibt eine Präsentation. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Und die Bühne gehört Ihnen. Alles klar. Du siehst den ganzen Tag orange und schmeckst nur noch bitter? Dann hast du dich wohl satt getrunken an Aperol. Damit bist du nicht alleine, denn welche Alternative gibt es an einem heißen Sommertag? Uns. Die Alternative sind wir. Capriva. Capriva, das ist Sommer in der Flasche. Ein Wassermelonen-Aperitif, der sich nicht nur durch seinen markanten, fruchtigen Geschmack oder seine tiefrote Farbe, sondern auch durch die facettenreichen Anwendungsmöglichkeiten auszeichnet. Egal ob Tonic Water, Limo, Prosecco, Fritz Cola oder pur als Shot. Die fruchtige, schmackhafte Abwechslung ist garantiert. Zur Begrüßung bei der Hochzeit, zum Sonnenuntergang mit Freunden oder auf der Skihütte, um den Tag ausklingen zu lassen. Wer Wassermelone mag, wird Capriva lieben. Schon ein Jahr nach Marktentstieg konnten wir Erfolge feiern. Dazu gehören die Listen bei der Edeka, Rewe und bei Globus. Auch bei einer großen Anzahl von namhaften Bars und Gastros sind wir kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dabei kommen uns die unkomplizierte Kommunikation und die Lieferzeit von 24 Stunden zugute. Manchmal, da liefern wir nicht nur selber, sondern machen die Drinks sogar. Zum Beispiel beim Kunstpark mit Finn Kliman oder beim größten Beachvolleyballturnier Deutschlands. Capriva erfrischt überall. Davon sind auch unsere offiziellen Partner bei Fritz Cola überzeugt. Unter anderem gemeinsame Events unterstreichen das Vertrauen in uns. Im Jahr 2022 wollen wir stark expandieren. Dafür sind wir in Gesprächen mit etablierten Getränkelieferanten, externen Beratern und starken Kooperationspartnern wie Thomas Henry. Wer wir in Zukunft auch mehr rot als orange sehen möchte, den laden wir herzlich dazu ein, einen Austausch mit uns zu treten. Die Möglichkeiten dafür sind hier zu sehen, hier zu sehen, hier zu sehen, hier zu sehen. Oder in dem Breakout-Room im Anschluss. Vielen Dank für diesen Aperitif als Digestiv. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch übrig waren. 5 Sekunden, kann es sein? Nix? Ganz genau, auf den Punkt. Auf den Punkt, das zu fassen. Ja? Ja. Ganz zum Schluss hier nochmal auf den Punkt abgeliefert. Wunderbar, vielen Dank. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war natürlich die Analogie gleich am Anfang, du siehst rot. Ja? Du siehst rot, du siehst orange, kann ich sofort was mit anfangen. Und auch die gezoomte Präsentation, wenige Worte, viele Bilder, so muss man es machen, weil ich
habe die Worte sofort gelesen, sie lenkt mich überhaupt nicht davon ab, was ich höre. Ich habe vom Eindruck her jetzt auch mit dem Hintergrundbild, ne, Perspektive stimmt nicht, jo, Hintergrund ist virtuell, jo, aber ich meine, wer guckt es nicht gerne an, ja? Wer kriegt nicht irgendwie Lust oder zumindest Durst auf so ein Getränk, ja? Auch wenn man vielleicht das nicht mag, irgendwie Aperol diese Richtung, aber es ist doch zumindest etwas, was meine Gefühle, meine Emotionen anspricht und wo ich sofort eine Connection dazu habe, ja, und das ist natürlich richtig, richtig gut. Was mir nicht so ganz klar ist, ist, wenn ich sozusagen rausgucke, ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch in, weiß nicht, wo ihr seid jetzt gerade, ist, aber wenn ich hier in Nürnberg aus dem Fenster gucke, ne, dann ist so Sommertag so ein bisschen weit weg noch. Und da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das zu connecten. Wenn es jetzt so gewesen wäre, wie dem Winter entfliehen, ja, oder also sozusagen genau als Kopfstandmethode, ne? Hier gibt es was, das kriegt ihr normalerweise jetzt gar nicht, weil wir es im Moment, wir liefern es zum Beispiel irgendwie frei Haus und dazu gibt es noch ein Strandplakat dazu, oder keine Ahnung was, ja? Dann hätte ich das sozusagen, dann hätte ich das begriffen. So fiel mir das ein bisschen schwer. Aber der größte, der wichtigste Hinweis, den ich habe, ist der für den Text. Also ihr habt ja gesehen, der Text hat genau gepasst auf die Zeit und ich nehme an, das war auch kein Zufall. Ja? Ich vermute, der Text wurde vorher mal irgendwie zeitlich ausprobiert. Ja? Kann es sein? Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja? Also jedes Mal, wenn klar ist, ich habe nur 3 Minuten, probieren Sie einfach aus, wie viel Sie in diesen 3 Minuten unterkriegen, weil dann haben Sie eine viel bessere Vorstellung davon, was da in diesen Minuten passieren kann, als wenn Sie es nicht ausprobieren und dann feststellen, oh, ich hätte eigentlich noch 3 Folien gehabt, ja, oder irgendwie eine Minute gehabt oder wie auch immer, die ich gerne untergebracht hätte. Das war das, was mir an dem Text sehr gut gefallen hat. Was mir an dem Text nicht so gut gefallen hat, war, dass es eigentlich ein Text war, der für die Aufnahme verwendet werden sollte oder zumindest vermute ich, dass er dafür gemacht wurde. Ja, haben Sie es vielleicht gemerkt? Es klang für mich zumindest so ein bisschen wie der Unterlagetext für eine richtig gute Werbung. Ja? Also wenn sozusagen jetzt so ein Film abgelaufen wäre, der so ein bisschen an dieser Präsentation angelehnt worden wäre und da hätte ein Werbesprecher mit einer Werbestimme gesagt, dass ja, Sie verstehen, worauf ich hinaus will, dann hätte dieser Werbetext richtig, richtig gut funktioniert. Hier in diesem Setting war es durch diesen Lesefluss ein kleines bisschen unstimmig zu der Präsentation im Hintergrund. Ne? Weil was wir hier eigentlich erwartet hätten, also würde ich sagen, ja, was wir hier eigentlich erwartet hätten, wäre eben genau diese Lockerheit von so einem Aperol-Spritz an einem Sommertag, die eben gerade nicht in einem vorgelesenen Text münden sollte, sondern halt in einem Text, der eben ja, frei gesprochen ist. Aber wir reden hier, wir jammern hier auf hohem Niveau. Ja, der Text war ausgezeichnet, dramaturgisiert und das ist mein einziger kleiner Schmerz damit. So, willkommen zurück. Wir haben hier Herrn Löber mit seinem Büro im Spotlight. Ist das Absicht? Man weiß es nicht. Nein. Was machen Sie jetzt mal? Wie bitte? Kurze Gelegenheit zum Spontan-Pitch. Was machen Sie? Ah, da ist er schon wieder weg. Da ist er wieder. Ich bin Leiter der Wirtschaftsförderung im Landkreis Saalekreis. Leiter der Wirtschaftsförderung im Landkreis Saalekreis. Herr Löber, jetzt haben ihn alle einmal gesehen. Vielen Dank. Wir haben eine Auswertung. Ja? Alle dürfen mal kurz überlegen, wer möglicherweise den ersten Platz und das feine Getränk mit nach Hause nimmt. Ich hatte eine Idee und ich hatte recht. Alexander Buff, herzlichen Glückwunsch, nimmt den ersten Platz mit nach Hause mit 7,1 Punkten. Dicht gefolgt von Mike Böttger mit 6,6 Punkten und Leon Bublitz, der Rot-Orange-Seher von dem letzten Pitch Nummer 8 mit 6,1 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an alle Pitcher. Herzlichen Glückwunsch natürlich nicht nur an die ersten 3, die hier Getränke mit nach Hause nehmen, sondern herzlichen Glückwunsch auch an alle und Kudos auch an alle, die sich dieses Format heute gegeben haben und hier gepitcht haben, weil bei allem,
bei allem, was man sagen kann zu, ne, wir haben das schon tausendmal gemacht und wir haben das vorher geübt und so weiter und so fort. Es ist nur digital. Ne? Bei all diesen Dingen muss man auch immer dazu sagen, es ist trotzdem, es gehört Mut dazu, sich auf eine Bühne zu stellen, egal ob die aus Theaterbrettern, also aus echten Brettern besteht oder ob die eben aus einem digitalen Raum besteht und sich hier, ich sag mal, salopp nackig zu machen und sich dem Feedback auch auszusetzen, auch dem gesprochenen und dem ungesprochenen Feedback von KollegInnen und dem Publikum. Und insofern hierfür auf jeden Fall auch immer wieder meinen Respekt und meinen Dank. Wenn es aus den Wirtschaftsregionen noch Dinge gibt, die wichtig sind zu sagen, dann wäre jetzt, glaube ich, ein guter Moment. Ansonsten weiß ich nicht, ob vorgesehen ist, noch einen Breakout-Room zu machen, wo Leute sich nochmal treffen können. Simon, vielleicht sagst du dazu noch kurz was. Genau, ich würde alle Kontakte, alle Teilnehmer jetzt in die Breakout-Räume schicken. Sie werden automatisch zugewiesen, können dann aber im Nachhinein gern auch sich einen anderen Raum suchen, wenn Sie das möchten. Wunderbar. Das heißt, wir sehen uns in diesem großen Raum vermutlich nicht nochmal, weil dann von den Breakout-Groups alle herzlich auch eingeladen sind, einfach dann von dort nach Hause zu gehen. Wenn Sie schon zu Hause sind, genießen Sie den Abend. Wenn Sie noch nicht zu Hause sind, kommen Sie gut nach Hause. Ich freue mich auf alle am 9. März zum Unternehmerabend beim BVMW, in dem Fall Leipzig, wo ich das Vergnügen habe, noch einen Input zu geben. Das wird auf jeden Fall spaßig. Und ansonsten ja, sehen wir uns sicherlich in diesem oder in einem anderen Theater. Alles Gute und bis ganz bald.